Hamburgs Trainer Dieter Hecking hat sich kritisch zur Bezahlung von Fußballprofis geäußert. Die Gehälter seien zu hoch. Gleiches gelte für die Ablösesummen, sagte der 55-Jährige bei der Veranstaltung Sport trifft Politik in Hannover. Mit ein bisschen weniger könnten die Fußballer immer noch gut leben. Hecking, der zurzeit mit dem Hamburger SV an der Spitze der zweiten Bundesliga steht, bezog sich jedoch nicht auf alle Fußballer. Was ein Robert Lewandowski verdiene, sei, so wörtlich, absolut berechtigt. Aber das Mittelmaß sei zu hoch bezahlt.